So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal hatten wir zwei schöne Level. Und dann haben wir das hier nochmal gespielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt gehen wir wieder weiter runter und gucken, was da noch so übrig war, was wir noch spielen wollten. Und das Problem ist natürlich immer, wenn ich jetzt was da unten spiele, landet es da oben und ich muss wieder komplett runter scrollen. Und weiß dann gar nicht mehr, welches davon ich spielen wollte und welches nicht. So, was ist hiermit? Das war... Ah, ups. Was war das für ein Level? Ach, das war das mit den fiesen Checkpoints. Nein, da bin ich raus. Das war böse. Was war das hier? Ein 0% Level. Was war das für eins? Sehe ich das hieran vielleicht ein bisschen? Ich kann mich nicht erinnern. Wir gucken mal rein. Das hat eine Clear Condition. Erreiche das Ziel als Super Mario. Oh, das Level mit den, wo die Blöcke jetzt gleich kommen. Sollen wir es mal ein bisschen probieren? Na, das ist auch uncleared. Wir hatten also in unserem Super Expert mehrere uncleared Level. Das ist ja super. Sollen wir es mal kurz... Okay, wir probieren es kurz. Das ist jetzt nichts, was ich ewig lang spielen werde. Nur wenn ich vorankommen sollte. Wenn ich hier keinen Fortschritt sehe. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wenn ich keinen Fortschritt sehe, dann nicht. Ich frage mich nämlich Folgendes. Muss ich überhaupt selbstständig nach vorne preschen? Oder einfach nur überleben und die Blöcke hören von selbst auf? Weil die können ja nicht unendlich nachkommen. Aha! So ein Ding ist das nämlich. So ein Ding ist das nämlich. Man muss nur aushalten. Das macht das Level nämlich gleich ganz anders vom Gefühl her. Ich dachte, ich muss von selbst nach vorne. Muss ich aber nicht. Ich muss hier einfach stehen bleiben. Und alles andere passiert. Ich duck mich einfach nur. Und weich aus. Okay. So nicht. Aber von der Idee her gar nicht so verkehrt. Ich duck mich und weich aus. So, der Anfang hat ja gut funktioniert, ne? Muss man mal sagen. Wahrscheinlich muss man ein paar Runden hier aushalten. Jetzt lass mich hier mal ein bisschen schieben. Dann falle ich hier runter. Dann lass mich zurückschieben. Dann lass mich zurückschieben. Lass mich hier zurückschieben. Jetzt müsste gleich die Bombe, der Schlüssel kommen. Shit. Da ist der Schlüssel, aber ich wurde getroffen. Und dann? Jetzt bin ich theoretisch groß. Also muss man nochmal aushalten. Okay, ich bin immer noch groß. Also sollte ich sein, ne? Ist klar. Bin ich nicht, aber sollte ich sein. So, dann ist hier wieder eine Phase, die man aushalten muss, eine Zeit lang. Und dann ist man im Ziel. Okay, man muss aber aufpassen, dass man sich das Ziel nicht zubaut. Das ist jetzt schon mal gut zu wissen. Das ist jetzt schon mal sehr gut zu wissen, dass man sich das Ziel zubauen kann. Huch. Okay. Okay. Also, jetzt bin ich deutlich schlauer, was das Level hier angeht. Sagte er und stirbt am ersten Block. Nein, ihr wisst, was ich meine. Das macht es gleich komplett anders von der Art her, wie man spielen soll.
Aber ich muss halt jetzt aufpassen. Ah, Mist. Aufpassen, dass ich nicht in dieses Feuer reingerate. Oder war das die, ich glaub's, war es die Explosion, die mich gekillt hat, oder das Feuer selbst? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ungünstig. Aber den Anfang kann ich eigentlich genauso machen wie vorhin auch. Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob es am Ende einen Death-Pilz gibt oder ob der das gespielt hat. Aber man kann es ja spielen. Also ich denke, wir haben gesehen, dass man es spielen kann. Man muss nur die Mechanik verstehen. Ich versuche jetzt mal hinten zu bleiben. Scheiße, ja genau deswegen. Vielleicht versuchen wir mal eher in der Mitte zu bleiben, ich weiß es nicht. Also der Anfang ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Und dann ist es halt, glaube ich, ganz gut, ein bisschen weiter hinten zu bleiben, wo einfach der Wind nicht so viel Scheiß mit einem machen kann. Ja, da hätte ich eher springen müssen. Aber dann habe ich halt wieder die Gefahr, dass ich ins Feuer reingedrückt werde. Ja, da muss ich... Genau in die Situation will ich eigentlich nicht geraten. Aber dafür muss ich schneller wieder nach links kommen. Nachdem ich rechts war. Geht das? Kriege ich das hin, ist die Frage. Nein, 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 nein. Hier will ich eben nicht... Wenn ich da den Sprung rechtzeitig setze, könnte ich mich zurückdrücken. Ach, ich hab vergessen, dass der Block sofort kommt. Also das ist ein Level, man muss nur die Technik rauskriegen. Für den ersten Abschnitt habe ich die Technik. Und dann ist aber noch ein bisschen ungenau alles. Aber jetzt komm ich richtig weit zu... Scheiße. Aber das war besser. Ich war jetzt viel weiter links. Das war viel besser als alles andere. What? Was ist jetzt schiefgegangen? Außer alles. No. Runter, runter, runter. Zack. Oh. Ich mach's mir aber auch gerade selbst schwierig, ne? Nein, das war blöd. Aber jetzt bin ich wieder... Jetzt komme ich halt... Ja. Ja. Das ist das Ding. Wenn ich in dem Windmodus bin, kann ich nicht verhindern, dass ich nach rechts gedrückt werde. Das geht nicht. Das lässt sich nicht verhindern. Glaube ich. Aber wenn ich weit genug links bin, wenn der Wind anfängt, das wäre halt das Ziel. Ach, scheiße. Ist das mein Ernst? Oh.
So, jetzt hier. Das ist gut. Das war gut. Da musste ich wieder. Ah! Das Schöne ist halt, wenn ich eine Taktik gefunden habe, die funktioniert, lässt sie sich immer wieder ansetzen. Na, das ist jetzt nicht so gut, weil jetzt werde ich wieder zu bald zurückgedrückt. Okay. Jetzt wird mich das Feuer erwischen. Nee, wird's nicht. Nice. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Nein! Okay. Merken. Wenn ich durch die Tür gehe, erstmal nur ducken. Das ist alles. Ich muss nicht sofort springen wie beim anderen Raum. Und im anderen Raum musste ich mich ducken und sofort springen. Bei dem zweiten Raum nur durch die Tür. Also nur ducken. So. Wichtig. Wichtige Erkenntnis. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, mit Superpilz hier durchzukommen. Nicht mit Superpilz, aber als Super Mario halt. So, jetzt runter. Genau, jetzt passt die Geschichte. Das war nicht optimal. Gebe ich zu. Aber wir kommen der Sache näher. Das ist eigentlich voll die coole Level-Idee, ne? Wenn man mal vercheckt hat, wie das funktioniert. Nice. Und jetzt habe ich wieder hier richtig Ruhe. Jetzt muss ich nur warten, bis der Schlüssel ausgelöst wird. Und jetzt lasse ich mich halt wieder durchschieben. Sehr nice. Okay, ducken und nichts machen und warten. Und dann gucken, was kommt. Ach so. Okay. Das macht den Anfang des zweiten Raums jetzt etwas schwieriger. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh je. Jetzt bin ich, glaube ich, schon ungünstig hier positioniert. Was das Feuer angeht, ich weiß es nicht. Nee, es passt. Sehr gut. Okay. So, also ich muss mich direkt... Ich muss mich ducken. Dann kommt der Block und dann muss ich... Okay. Und dann muss ich mich da durchschieben lassen. Okay, gut, 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 gut. Was hier gut ist, im zweiten Raum, es gibt kein drehendes Feuer. Das ist ja das einzige Problem hier gewesen, dass das Feuer da hinten sich dreht und deswegen mich mitnehmen kann. Das ist ja das Problem gewesen. Im zweiten Raum ist kein drehendes Feuer. Da muss ich mich nur auf den Kram unten konzentrieren. Und es ist egal, ob ich an der Stelle oben bin oder nicht. Gut. Ich glaube jetzt... Ja, da war ich zu langsam. Ich glaube, das wäre schon wieder gut eigentlich. Ich glaube, das reicht dann schon wieder aus. So, jetzt muss ich nur aushalten. Jetzt ist alles gut. So. Okay, ducken. Und mit dem zurück. Das war zu bald. Wenn ich mit dem zurück bin, müsste erstmal alles safe sein. Dann schiebt mich nämlich der untere Block, der zurückkommt, schiebt mich erstmal weiter. Die Frage ist halt... Ach, die Frage ist halt... wie der Wind das Ganze noch beeinflussen wird. Das ist halt die Frage. Gut. Das ist schon in Ordnung so. Das ist schon alles jetzt passend. Das war nicht passend. Da muss ich halt echt besser timen.
Es ist knapp, aber das muss ich nicht hinkriegen. Nein! Genau das sind die Dinger, die nicht passieren sollen. Genau das sind die Geschichten, die nicht passieren sollen. Nein. Jetzt bin ich schon wieder. Nee, wobei es passt, glaube ich. Das ist so knapp immer. Wow. Okay, gut, gut, gut. Jetzt einfach nur durch. Du darfst nicht zu spät und du darfst nicht zu bald springen. Ah, es ist kritisch. Ah, ist das kritisch. Okay. Nicht vom Feuer treffen lassen. Das ist alles, worum es geht. Nice. So. Jetzt einmal richtig schieben lassen zurück. Yes. Jetzt versuchen wir halt irgendwie hier auszuhalten. Das war's. Ich muss nur noch zur Tür kommen. Yes! Okay. So, und jetzt nicht das Ziel auslösen. Also nicht die Blöcke beim Ziel auslösen, sondern ich warte, bis der Wind weg ist. Die Zeit nehme ich mir. Juhu. Alter. Nice. Nice. So, was hat man noch in dem Super Expert One? Outbreaks First Challenge. Was? Ach, das war... Das war dieses Krasse mit den 1933. Ich verstehe, das war das mit dem... Ja. Das mit der, wo dann der Weg war und so weiter. Sollen wir... Man sieht halt den Rest vom Level jetzt nicht, aber ich meine, jetzt können wir es in Ruhe uns angucken. Na? Jetzt können wir es uns ganz in Ruhe angucken. Das war das, wo man die Bombe mitnehmen musste und dann, ja, ich erinnere mich. Und hier ist mal den ganzen Quatsch nach oben. Hier ist mal den ganzen Quatsch nach oben feuern. So. Dann schießt er das da durch. Dann macht es da Boom. Dann kommt hier den P-Switch raus. Den pfeffer ich hier oben rein. Und dann hüpfe ich hier rüber. Und versuche einfach nur auf der Plattform hier zu landen. Und muss dann den P-Jump nach oben machen. Oder ich bin halt blöd. Das geht natürlich auch. Okay. Ah, warten.
Ich wollte ihn nicht drücken. Ja, danke. Kein Kommentar. Also man muss springen, ist in Ordnung. Ich muss erstmal nur auf den Block landen, dann kann ich in Ruhe weiter. Stopp. Okay, so. Und jetzt einfach den Peach Jump machen. Der ist ja nicht das Problem. So. Okay, und jetzt... kamen hier Bomben raus. Hier oben war der On-Off, den ich nicht selber drücken darf, sonst bin ich da... Achso, nee, darf ich schon, oder? Wait. Ach so. Aber ich kann den... Ah, ja, ja, klar. Ich muss es mit der Bombe aktivieren. Dang it! Und dann den Swamp da rausschicken. Das ist erstmal das Erste, was ich machen muss. Aber ich muss es irgendwie so hinkriegen, dass der ausgelöste Swamp... Quatsch, Swamp. Der P-Switch. Ach, der On-Off-Block. Weil er muss ja so bleiben, dass ich durch die Blöcke durchgehen kann. Und die Bombe verändert das ja gleich wieder. Dadurch, dass sie wieder explodiert. Da bin ich noch... Oh, da bin ich noch nicht so ganz nach dahinter gestiegen, wie das geht dann da oben. Aber das müssen... Oh, aber das müssen wir uns halt in Ruhe angucken. Na! Oh. Ah, weil die explodiert. Also, die landet ja da oben drin. Löst den On-Off aus. Dadurch gehen die Blöcke auf. Explodiert. Dadurch gehen die Blöcke wieder zu. Das ist das Ding. Da muss ich mir noch überlegen. Da muss ich mir noch überlegen, wie das funktionieren soll. Das weiß ich noch nicht. Nicht! So. Na, und das ist jetzt das Ding. Oh, warte. Kann ich jetzt vielleicht? Ich glaube, ich verstehe es.
Jetzt kann ich Folgendes tun. Ich kann den auslösen. Ich kann selber den P-Switch auslösen. Dann macht er hier kaputt. Nochmal. So, jetzt mache ich ihn kaputt. Dann stört er mich nicht mehr. Und jetzt muss ich halt wieder die Bomben gut timen. What? Ich dachte eigentlich, meine Idee wäre gut. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Oder ich war einfach noch zu langsam. Oha. Ah Mist, ich will da runterfallen. Na Scheiße. Nein. Ja, das nützt mir nichts. Löst er die so schon aus? Erst wenn ich rübergehe, ne? Okay. Also noch schneller geht's nicht. Scheinbar geht's noch schneller. Oder verstehe ich irgendwas nicht? Ich meine, den P-Switch von da unten kann ich schlecht hier mit hochnehmen. Das funktioniert nicht. Ja, super. Genau da gehört hier hin. Krass, wie schnell muss man da durch? Super. Jetzt nimmt er die nicht mehr in die Hand. Yo! Mache ich was falsch oder bin ich einfach zu langsam? Nein! Ich kann doch nur die Bombe da hoch. Und ich kann die Bombe halt auch nicht so hoch werfen, dass der anbleibt. Oh mein Gott. Ich hab's verstanden. Oh Gott, das wird kritisch. Es ist ganz anders, als ich gedacht habe. Ich werf sie hoch, bevor sie explodiert. Damit sie nur einmal auslöst. Und zwar durch die Explosion und nicht durch den Treffer. Aber ich hab's verstanden. Ich sehe schon, das wird eine Fortsetzung hier. Ich glaube nicht, dass wir das Level in einem Part lösen werden. Aber mir gefallen die Rätsel bisher. Na, das ist, man muss ein bisschen nachdenken. Das ist eigentlich nicht schlecht. Weiß nicht, wie ihr... Weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir gefällt das Level.
Weil es dann nämlich doch nicht schwierig ist, sondern es sind würzlich. Es sind wirklich Rätsel. Ich dachte, ich muss schnell sein und es ist schwierig und krass und na, Kaizo-Kram, aber ist es nicht. Du musst nur nachdenken. Bisher. Weil das macht die Sache komplett anders. Das macht hier alles komplett anders. Dann muss der On-Off auch gar nicht sterben. Der On-Off gar nicht sterben, genau. Ja, also wenn die rot wird, muss ich sie sofort hochpfeffern. Mann! Das war schon zu langsam. Okay, kurz bevor sie rot wird. Aber wann wird sie kurz vorher rot? Also, jetzt genau angucken. Ja, das war zu bald. Nice! Okay. Gut. So. Muss ich den nur wieder antriggern? Okay, perfekt. Perfekt. Und jetzt interessiert ihn nicht mehr, was ich hier mache, ne? Gut. So, die Dinger müsste ich erledigen können, indem ich auf sie drauf hüpfe. Yo. Shit, muss ich mich da immer ducken? Muss ich mich da immer ducken? Der erste hat gut funktioniert, dann dachte ich, das ist ja einfach. Dann bin ich gestorben. Was natürlich ärgerlich war. Das war zu bald. Aber das macht die Stelle hier oben halt so viel einfacher, ne? Nice. Hui. Kann ich den nicht direkt antriggern? Nee, der muss erst wieder komplett zurück. Scheiß, Junge. Kuckuck. Tschüss. Also jetzt weiß ich halt nicht, kann ich Drehsprung? Muss ich mich ducken? Also die im Ducken? Ja, scheinbar. Okay. Ja, dann halt so. Geh da rein. Komm, Checkpoint. Scheiße. Ich habe halt gehofft, nach dem Raum kommt ein Checkpoint. Dann hätte ich jetzt nämlich schön sagen können, da machen wir nächstes Mal weiter. Okay, ich hoffe, ich kann hier nicht viel falsch machen. Was passiert hier? Der kommt runter. So, das darf der auch gerne. Ich meine, es ist kein Troll-Level. Ich glaube nicht, dass ich viel falsch machen kann. Der zieht rüber? Ja. Ich muss kurz testen, ob hier wohl ein versteckter Block oder irgendwas ist. Nein. Also dann muss ich mit dem hoch.
So, aber das Ding ist, ich kann den nicht auslösen. Okay, ja, verstanden. Du runter? Ja, wie machen wir das denn? Ja, okay, perfekt. Jetzt zieht's den hoch. Der bleibt. Okay, der löst den On-Off aus. So. Der da unten zieht jetzt halt gleich rüber. Okay. Juhu! Mein Herz. Himmel hilf! Oh, verschiebt euch bitte nicht. Okay. So, ich muss den antriggern. Kann ich den von hier aus antriggern? Ja! Nice! Dann kann ich nämlich, wenn der zurückgeht... Oh, ich hatte so eine Befürchtung, dass ich draufgehe auf dem Ding, ne? Ah, es hat funktioniert. Okay. Dann kann ich jetzt hier rein. Ich hoffe halt bis zum Checkpoint... kann ich nicht mehr viel falsch machen. Sonst muss ich das alles nochmal spielen. Oh, ist das die Reset-Tür? Das ist eine Reset-Tür. Okay, gut. Gut. Sehr gut. So, dann schieben wir den jetzt hier rüber. Der löst eine Bombe, zwei Bomben aus. Mehr ist für den Swamp nicht notwendig. Mehr macht der nicht. So. Das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt nur Angst. Ich weiß nicht, wie die Plattform fährt, dass die mich zerquetscht. Nee, kann sie gar nicht. Okay. Okay, die fährt jetzt hoch zur Röhre. Gut, wir haben's. Wir haben auch das geschafft. Wir haben auch das geschafft. Checkpoint, bitte. Warum kommt denn kein Checkpoint? Okay, wir spielen jetzt wieder Dings. Aber ich kann auch hier nicht viel falsch machen, außer dass ich die Zeit verhaue. Ich muss im Prinzip nur warten. So, der erledigt sich von selbst das Problem hier. Na, ich muss hier gar nichts tun. Gedacht ist natürlich, dass man den so ein bisschen beeinflusst, indem man den hochschickt. Solche Geschichten. Aber der geht von selber da irgendwann rein. Ich muss da gar nicht viel spielen mit. Seht ihr? Das kann ich alles selber machen. Ah, shit. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich sterbe. Oh, was? Das da oben ist super kritisch. Nee, nochmal spiele ich nicht bis hierher. Aufgrund der Tatsache, dass das hier echt kritisch ist und davor kein Checkpoint kommt, ist für mich an der Stelle die Challenge mit diesem Level hier beendet. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.